Im Seniorenzentrum Sylt in Westerland wurde am Samstag ein Tag der offenen Tür veranstaltet. Für etwa 1,4 Millionen Euro wurde die Einrichtung modernisiert. Die Johanniter sind der neue Betreiber in Zusammenarbeit mit der KLM, die dort Servicewohnungen in verschiedenen Größen für ältere oder pflegebedürftige Menschen in Eigenregie vermietet. So entstand ein völlig neues Betreuungs- und Pflegeangebot auf Sylt. Die Gäste hatten am Samstag die Möglichkeit, alle Räumlichkeiten ausführlich zu besichtigen. Weiterhin gibt es im Seniorenzentrum 15 Tagespflegeplätze und 2 ambulant betreute Wohngemeinschaften, in denen den Senioren weiter ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird. Die Johanniter-Mitarbeiter unterstützen und begleiten die Bewohner, zum Beispiel im hauswirtschaftlichen Bereich. Die individuellen Angebote der Johanniter sind vielfältig. Besucher in der Steinmannstraße sind natürlich jederzeit möglich. Alle wichtigen Infos rund um das Wohnen und die Pflege erhalten Sie auch auf der Homepage der Johanniter.